Sie kennen das Mädchen. Das ist Karin. Karin wer? Wo wohnt sie? Wissen Sie ihre Adresse? Ihren Nachnamen? Sie wohnt bei uns. Ihren Nachnamen kenne ich nicht. Aber das festzustellen wird kein Problem sein. Das ist so unbegreiflich, dass da etwas auf so endgültige Weise zu Ende gegangen ist. Das ist Karin, ihr Pass ist zu Hause. Nach einer Bitte dürften die anderen sie sehen. Sie kennen sie alle. Nein, das geht nicht. Sie ist ja durch sie identifiziert worden. Aber warum soll sie sich nicht von ihr verabschieden dürfen? Das ist gegen die Vorschrift. Ein Blick, nur ein Blick? Das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil das nicht. Das ist nicht vorgesehen. Das dürfen Sie nicht zulassen. Lassen Sie sie hereinkommen. Ich bin verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass... Es ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Wir haben ja schließlich den Mörder noch nicht. Das ist Ihre Wohnung? Ja. Und Sie alle wohnen hier? Ja. Ordnungsgemäß angemeldet. Was verstehen Sie denn darunter? Ob Sie polizeilich gemeldet sind. Ach so, ja, polizeilich gemeldet, ja. Entschuldigung, das Wort ordnungsgemäß hat mich irritiert. Ah ja, warum? Ach, ich frage mich seit Jahren, was mit so einem Wort gemeint sein könnte. Ich weiß es nicht. Wie viele Leute schlafen denn hier? Wir alle. Alma und ich, wir schlafen da drüben. Das ist das Bett von Stefan. Da hat Karin geschlafen. Da. Sie haben in einem Zimmer mit ihr geschlafen und wissen nicht, wie sie heißt? Überschätzen Sie nicht die Bedeutung eines Namens? Als wir sie kennenlernten, da sagte sie, ich bin Karin, ich habe gehört, ihr habt noch Platz für jemanden. Ja, habe ich gesagt, du kannst bei uns schlafen, Karin, wenn du nicht weißt, wohin. Ich hoffe, Sie werfen es mir nicht vor, dass ich Sie nicht nach Ihrem Pass gefragt habe. Sie finden ihn übrigens unter Ihrem Kopfkissen. Sie hat dort eine Brieftasche mit Ihren Papieren. Ah ja. Karin Juncker, Jahrgang 50. Eine ganze Menge Grenzstempel drin. Sie kam vor 2 Monaten aus Afghanistan. Ach, was hat sie denn da gemacht? Fragen Sie nach dem Sinn der Reise oder nach dem Zweck? Einen Zweck hatte die Reise nicht und der Sinn, der spielt ja wohl hier keine Rolle, also nicht für Sie, nehme ich an. Nein, für uns ist nur wichtig, in Erfahrung zu bringen, wer der Mörder von Karin Juncker ist. Haben Sie recht? Bitte stellen Sie Ihre Fragen. Sie hat seit 2 Monaten hier in diesem Zimmer gewohnt. Ja. Na, dann kennen Sie sie doch gut genug. Ihre Art zu leben, Ihre Freunde, Ihre Bekanntschaften. Um vielleicht vermuten zu können, wo... in welchen Kreisen man ihren Mörder zu suchen hat. Nein, ich habe keine Vermutung. Nein? Warum sagst du nein, Konrad? Was würdest du denn sagen, Stefan? Du musst doch sagen, wo sie gewesen ist gestern Abend. Stefan! Willst du das nicht sagen? Das willst du doch nicht verschweigen! Nein, Stefan, aber ich wurde gefragt, ob ich eine Vermutung habe, wer der Mörder ist, und die habe ich nicht. Ich habe sie nicht. Der war es! Glaub mir, Konrad, der war Stefan. Es! Ich weiß, dass Stefan, er es war! Was ist denn das für eine Geschichte? Wo war sie denn gestern Abend? Sie ist befreundet mit jemandem, den sie fast jeden Tag besucht hat. Stefan meint, dass dieser Mann vielleicht eine Rolle spielt. Eine Rolle spielt? Er ist der Mörder! Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Wir sind von der Kriminalpolizei. Wir wollten... Polizei. Darf ich Ihre Ausweise sehen? Sie kommen wegen... Sagen Sie mir, weswegen Sie kommen. Wegen Fräulein Juncker? Ja. Wissen Sie, was passiert ist? Ja, Fräulein Juncker ist ermordet worden. Da ist sie nicht ermordet worden. Woher wissen Sie denn das? Woher? Ich wurde angerufen heute Mittag, kurz nach der Mittagspause. Und wo wurden Sie angerufen? Im Landgericht. Ich bin Landgerichtsrat. Wussten Sie das nicht? Nein. Woher haben Sie denn meine Adresse? Wer hat Ihnen meinen Namen gesagt? Und in welchem Zusammenhang? Wer hat sich denn angerufen? Ich weiß nicht wer. Ich habe die Stimme nicht erkannt. Irgendjemand, ein junger Mann, der schrie ins Telefon, Karin ist tot. Immer wieder, Karin ist tot. Wie gut kannten Sie Karin Juncker? Was hat man Ihnen gesagt? Ja, dass Sie befreundet waren. Befreundet, hat man befreundet gesagt. Sie sollen sich jeden Tag mit ihr getroffen haben. Jeden Tag? Hat man gesagt, jeden Tag? Das stimmt nicht. Ab und zu haben wir uns getroffen, ja. Waren Sie bei ihr zu Hause? Ja. Na, dann haben Sie doch gesehen, wie sie da schläft und wo sie schläft. Was für eine Wohnung das ist und was für Leute das sind. Dieser wunderbare Hintergrund, der war für mich von Interesse. Fast könnte man sagen, vom beruflichen Interesse. Ich interessierte mich für die besonderen Denkweisen. Es tut mir sehr leid, dass Karin Fräulein Juncker ums Leben gekommen ist. Wie überhaupt? Wo überhaupt? Sie wurde im Schutzhaus einer Straßenbahnhaltestelle gefunden. Heute am frühen Morgen.
Straßenbahn halte ich schon, was denn für eine Straßenbahn? Bärwaldstraße. Die ist doch nicht weit von hier. Nein, keine 5 Minuten. Und dort hat man sie gefunden? Ja. Ja, sie saß auf einer Bank. Auf der Bank? Angelehnt, mit dem Rücken angelehnt. Sie wurde erstickt. Erstickt? Was heißt das? Ja, man hat ihr mit aller Kraft Mund und Nase zugehalten. Man sieht es an Geweberissen, an den Verletzungen der Schleimhäute. Die Nase ist gebrochen. Wie ist denn das möglich? Ja, wahrscheinlich ist sie auf dem Boden gelegen. Auf ihrem Hinterkopf ist eine Druckstelle zu sehen. Der Mörder hat ihren Kopf festgehalten, auf den Boden gedrückt. Und mit flacher Hand, so nehmen wir an, Mund und Nase zugehalten, bis sie tot war. Darf ich Ihre Hände mal sehen? Was wollen Sie denn an den Händen sehen? Glauben Sie vielleicht, dass ich das Mädchen umgebracht habe? War Karin Junker gestern Abend bei Ihnen? Hören Sie bitte, ich habe dieses Mädchen gekannt. Ja, ihr Schicksal geht mir nah, sehr nah. Sie mir vielleicht ansehen. Ich bin mit daran interessiert, dass dieser Mord dann so brutaler Mord, dass er aufgeklärt wird. Und was ich dazu beitragen kann, das will ich gerne tun. Ja, sie war gestern Abend hier. Sie kam um 7. Nach dem Essen haben wir uns ungefähr eine halbe Stunde unterhalten. Dann ging sie. Gegen 9. Ja, es war 9. Ziemlich sicher, dass es 9 war. Ich hoffe, Sie ziehen meine Aussage nicht in Zweifel. Nein, nein. Können wir mal Ihr Schlafzimmer sehen? Wollen Sie es uns nicht zeigen? Weil ich den Grund nicht sehe. Sie hat also nicht nur gegessen hier? Nein, sie hat auch hier geschlafen, manchmal. Nicht immer, aber ab und zu. Darf ich? Bitte. Es hat nichts zu sagen, dass das Bild da steht. Das steht da, weil es ein hübsches Foto ist. Ja, machen Sie nicht den Fehler, sich da irgendetwas zurechtzukonstruieren. Hören Sie, ich will ganz offen zu Ihnen sprechen. Ich habe ein Verhältnis mit diesem Mädchen gehabt, ja? Ich habe ab und zu mit ihr geschlafen, aber das ist auch alles. Sagen Sie, wer ist die Frau, die uns vorhin reingelassen hat? Frau Dornberger, meine Haushälterin. Ja, die möchten wir gerne sprechen. Ja, warum? Die Frau kann Ihnen überhaupt nichts sagen. Kennen Sie Fräulein Junker, Frau Dornberger? Ja. Sie war gestern Abend hier, nicht wahr? Ja. Wann ist sie gekommen? Um 7. Und wann ging sie? Um 9. Wie ich sagte. Ich sagte. Ging sie früher als sonst? Früher als sonst? Ich habe alles erklärt, Mathilde. Die Herren waren im Schlafzimmer. Etwas früher als sonst. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Sie sagte, sie habe keine Zeit. Ja, ich habe gehört, sie sagte, sie hätte keine Zeit. Eine Verabredung. Ja, sie sprach von einer Verabredung. Es gab keinen Streit? Nein. Und Sie haben gesehen, dass sie ging? Ich habe sie selbst an die Tür gebracht. Da haben wir nun ein sehr hübsches, junges Mädchen, das ab und zu hier isst, ab und zu hier schläft. Dass Sie dann nicht einmal nach Hause bringen. Wieso? Haben Sie keinen Wagen? Doch, habe ich einen Wagen. Natürlich habe ich einen Wagen. Da wäre es doch auch ganz natürlich, dass Sie Ihre Geliebte nach Hause bringen. Oder wenigstens bis zur Straßenbahn. Na, hören Sie mal, das ist doch wohl meine Sache. Wo steht Ihr Wagen? Vor der Tür. Können wir ihn sehen? Natürlich. Ich werde mich über Sie beschweren, in welchem Ton Sie diese Vernehmung führen. Aber Dr. Tucher. Bitte. Wir vernehmen Sie doch gar nicht. Wollen Sie mir nicht sagen, was Sie suchen? Würden Sie bitte mal den Kofferraum aufmachen? Den Kofferraum? Hören Sie mal, jetzt weigere ich mich aber. Was ist passiert, Harald? Wer ist das? Was machen Sie mit deinem Wagen? Die Polizei, Mama. Gut, dass ihr kommt. Mir werden hier unglaubliche Sachen unterstellt. Unterstellt? Was unterstellt man dir? Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Warum untersuchen Sie den Wagen? Meine Mutter, mein Bruder. Sind Sie zufällig hier? Ach, ich bin nicht zufällig hier. Mein Sohn hat mich angerufen, deswegen bin ich hier. Was hat er Ihnen gesagt? Wie? Was er mir gesagt hat? Was passiert ist? Ein junges Mädchen ist tot aufgefunden worden, zu dem mein Sohn eine gewisse Beziehung gehabt hat. Ist darüber noch nicht gesprochen worden? Doch, Mama. Hoffentlich hast du gesagt, dass es eine ganz oberflächliche Beziehung war. Wenn das nicht klar ist, bezeuge ich das. Und du wirst es doch auch bezeugen können. Ja, Mama. Natürlich, Mama. Glaubt man, du hast sie umgebracht? Umgebracht? Und die Tote dann mit dem Wagen weggefahren? Was redest du denn da, Mama? Du siehst, dass sie den Kofferraum untersuchen. Was kann man denn daran feststellen? An einem leeren Kofferraum. Die Tote hat ein Wollkleid getragen. Darf ich Sie um die Wagenschlüssel bitten? Dürfen Sie das? Können Sie das verlangen?
Ich hätte Sie gerne gesprochen. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ich bin ja selber interessiert in diesem Falle, weil ich bin, wie ich sehe, wie ich durchaus begreife, bitte schön, ja, in den Fall mit verwickelt. Oh, Sie wollen sich ja ablegen, Herr Kommissar. Entschuldigung, ich habe das vergessen. Und wie es aussieht, so wie es aussieht, da bin ich ja selber in Verdacht geraten. Was reden Sie denn, Doktor? Sie haben mit der Sache doch nichts zu tun. Ich habe das Mädchen an die Tür gebracht. Um 9. Und da war sie lebendig. Absolut lebendig. Ich habe sie in der Dunkelheit verschwinden sehen. Und Dr. Tucher ist schlafen gegangen. Sofort. Das ist eine Aussage, die ich gemacht habe. Und die ich beschwöre. Sie sehen doch, dass sich Dr. Tucher in einer schrecklichen Verfassung befindet. Hat sie immer lange Kleider getragen? Ja, meistens. Das Kleid, das sie gestern angehabt hat, ich hab's nur auf dem Foto gesehen. Ja, sie hat es aus Marokko mitgebracht. Sie trug es am liebsten. Sie sagte, man weiß, wer es gewebt, wer es gefärbt, wer es bestickt hat. Sie fühlte sich mit diesem Kleid den Menschen verbunden, die es hergestellt haben. Sie wundern sich vielleicht über meine Beziehung zu diesem Mädchen. Tja, wie kam das? Wie haben Sie denn Karin Junker kennengelernt? Ich war zum Mittagessen in einem Lokal in der Nähe vom Landgericht. Hatte gerade bezahlt, als ich aufgeregte Stimmen hörte. Sie kommen hier nicht rein! Bitte gehen Sie! Die Leute lesen beim Essen die Zeitung. Warum sollen Sie nicht beim Essen die Wahrheit über den Vietnamkrieg lesen? Ich sagte, los, gehen Sie raus! Oder ich hole die Polizei! Dann lassen Sie das Mädchen in Ruhe. Sie haben nicht das Recht, sie anzufassen. Aber Dr. Tucher, Sie sehen doch. Ich wusste selber nicht, warum ich so reagierte. Es war ganz gegen meine Gewohnheit, mich in solche Szenen einzumischen. Und nun hockte ich mich auf den Boden und sammelte Flugblätter ein. Sie hatte draußen auf mich gewartet. Ich wollte mich bedanken. Wofür wollen Sie sich bedanken? Was für ein Doktor sind Sie? Arzt? Nein, Jurist. Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit, sagte sie. Ich lachte. Was sagte sie? Sie lachen? Sie sind Jurist und haben Humor? Ich wunderte mich selber, denn, um ganz ehrlich zu sein, ich habe nicht einen Funken Humor. Sie sagte, halten Sie mal. Ich sagte, was verteilen Sie da eigentlich? Und sie sagte, wie denken Sie über den Vietnamkrieg? Denken Sie überhaupt darüber nach? Herr Kommissar, Vietnam war mir völlig gleichgültig gewesen. Nicht die Spur habe ich über Vietnam nachgedacht. Wissen Sie, dass mir plötzlich ganz heiß wurde. Dieses Gesicht vor mir. Und die Blicke, die sie auf mich gerichtet hatte. Ihr Gesicht, das war... war geschlossen, also zugeschlossen. Ernst, meistens ernst, sonderbar ernst. So fast traurig. Also ich glaube, dass ich das richtig ausdrücke. Es war traurig. Aber wenn sie lachte, dann zerbrach diese Trauer in tausend Stücke. Es war so strahlend, dieses Lachen. Und ja, ich muss versuchen, Ihnen zu erklären, was in mir vorging. Wie ich da stand. Den idiotischen Flugblättern auf dem Arm. Ja, aber es gelang mir, mich mit ihr zu verabreden. Es gab für mich nichts Wichtigeres, als sie näher kennenzulernen. Wie viel Zeit haben Sie, fragte ich. Gar keine, sagte sie, ich muss nach Hause. Darf ich mitkommen, fragte ich. Hallo, hallo. Wie bringst du denn damit? Ja, ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Mein Name ist Tucher, Dr. Tucher, Harald Tucher. Ist er Arzt? Nein, er ist Jurist. Das ist Alma. Guten Tag. Ich hatte direkt Angst, die würden jetzt auch sagen, ach du liebe Zeit. Aber sie sagten gar nichts. Ja. Ist Wanda? Ah ja, sie duzte mich auf einmal. Alle taten das.
Ich begriff später, dass es bei Ihnen üblich war. Das ist Konrad. Konrad, das ist Harald? Ja. Sagen wir was los. Wie meinst du das? Er sieht aus wie ein Rechtsanwalt, den uns jemand auf die Bude geschickt hat. Komisch. Er ist Jurist. Sieht man ihm das an? Tja, irgendwie finde ich schon. Warum bringst du ihn mit drauf? Ja, man hat mich aus seinem Lokal rausgeschmissen. Er hat mir geholfen. Ach so, Entschuldigung. Tag. Tag. Komm, setz dich doch. Ne? Ja. Ich hätte gar nicht mit draufgehen sollen. Ich frage mich heute wirklich, warum ich das getan habe. Ja, das waren doch unmögliche Verhältnisse. Blind zusammengewürfelter Haufe von Menschen. 17-jähriger Trinker darunter. Von 17 Jahren. Aber sie sind mit hinaufgegangen. Und das war der Beginn einer engen Beziehung zwischen Ihnen und Karin. Tja. Wann haben Sie Karin Junker mit hierher gebracht? 3 Tage später. Es war ein Risiko, ich wusste es. Ein Risiko? Ja. Mathilde, meine Haushälterin. Sie starrte Karin an, als käme sie aus einer fremden Welt. Deine Haushälterin? Ja. Was hast du ihr gesagt, wer ich bin? Ich habe gesagt, eine berufliche Sache. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Und sie glaubt dir die berufliche Besprechung? Mathilde, die glaubt mir alles, was ich sage. Wohnt sie hier im Haus? Ja. Dann wird sie doch sehen, wenn ich aus deinem Schlafzimmer komme. Was sagst du da? Überlegst du nicht, wie du mich so schnell wie möglich ins Bett bekommst? Nein. Wieso? Nein, nein, Karin. So hilflos bist du. Wann hatten Sie sie im Bett? Am selben Abend. Vielleicht, weil sie es nicht erwarten konnte, nackt in die Küche zu gehen und Mathilde auf den Tod zu erschrecken. Was sie tat? Tja. Und sie lachte als Mathilde. Mathilde stand natürlich wie versteinert und ich lachte mit. Aber das hat Mathilde erst wahrhaft erschreckt, dass ich mich in einem Zustand befand, den sie an mir einfach nicht kannte. War es Liebe? Für mich, ja. Ach, für das Mädchen nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen diese Frage einfach nicht beantworten, Herr Kommissar. Ich weiß nicht, was sie dachte, was sie von mir hielt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Verschweigen Sie mir nicht etwas? Was soll ich Ihnen denn verschweigen? Ich verschweige Ihnen doch nichts. Mama hat gesagt, ich soll noch mal vorbeischauen. Andreas? Die Polizei ist schon wieder da. Gibt's was Neues? Hat sich was ergeben? Sieht er ja an deinem Bruder. Aber warum denn? Er hat doch schon alle Fragen beantwortet. Guten Abend. Guten Abend. Was ist ja? Es reicht Ihnen nicht. Sie hat hier gegessen. Sie hat hier geschlafen. Warum ist sie nicht gleich ganz zu Ihnen gezogen? Sie wollte nicht. Aber Sie haben es ihr angeboten. Ja, ich habe ihr gesagt, warum nimmst du nicht deine Sachen und bleibst hier, aber also, sie wollte nicht. Warum nicht? Weiß den Grund nicht. Ging es auch gestern Abend um diese Frage? Ja, aber ich sag ja, sie wollte nicht. Hatten Sie einen Streit gestern Abend? Ja, wir stritten uns. Wir haben uns 2 Stunden wie die Verzweifelten gestritten. Sie können ihm doch nichts anhaben. Mathilde. Ach, was weiß ich, wie weit sie ihn bringen. Du weißt doch selbst, dass er völlig außer sich ist. Er braucht doch nur zu sagen, was los ist mit dem Mädchen. Was ist denn los mit dem Mädchen? Die geht doch mit jedem ins Bett. Halt den Mund! Sie glauben doch nicht im Ernst, dass dieser Mann jemanden umbringen kann. Wenn sie den Mörder wollen, den müssen sie ganz woanders suchen. Du hast doch hoffentlich gesagt, worum es sich bei dem Mädchen handelt. Lass mich allein, ich bitte dich. Du musst das sagen, so wie du es mir gesagt hast. Ich will nicht, dass darüber gesprochen wird. Warum denn nicht? Das hat doch mit der Sache gar nichts zu tun, mit dem Mord doch nicht. Weißt du das so genau? Du musst die Geschichte erzählen von dem betrunkenen Jungen. Sie hat doch ein Verhältnis gehabt. Mit einem 17-jährigen Alkoholiker, mit dem sie in ihrer Kommune in einem Zimmer gelebt hat. Harald, das wirft doch ein gewisses Licht auf das Mädchen, auf ihren Umgang. Da kommen doch noch ganz andere Leute in Frage. So sehe ich das.
Hier hat sie geschlafen. Was versprechen Sie sich eigentlich davon, wenn Sie immer wieder den Platz ansehen, wo sie geschlafen hat? Ja, wollen Sie uns nicht helfen, den Mord aufzuklären? Wie kann ich das tun? Tja, wir müssen ein bisschen mehr über Karin erfahren. Warum zum Beispiel hat sie hier gewohnt? Worauf schließen Sie? Und vielleicht darauf, dass sie bestimmte Ansichten zu bestimmten Problemen hatte. Ist Ihnen noch nicht der Gedanke gekommen, dass es sich dabei vielleicht um ein Mietproblem handeln könnte? Aber das war es nicht. Sie wollte nicht alleine sein. Es muss ja nicht unbedingt alten Leuten vorbehalten bleiben, zu erfahren, welche schreckliche Wirkungen Alleinsein auf Menschen hat. Sie war nicht dafür geschaffen. Sie suchte also Kontakt. Was verstehen Sie denn darunter? Sie war es. Sie war der Kontakt. Ja, wie sollen Sie das verstehen? Sie zog Leben an sich, weil sie Leben war. Naja, Sie leben auch, ich lebe, aber wir sind nicht so fraglos dabei. Bei ihr war Existenz ein Erlebnis. Sie verstehen mich nicht? Ich versuche es. Warum glauben Sie, dass sonst ein Mann wie Dr. Tucher, so ein trockener Pedant, so außer Rand und Band geraten wäre? Sie half allen. Sie hatte etwas an sich, dass manche Leute ihre Krücken wegwerfen konnten. Wo ist denn dieser Stefan? Ich weiß nicht. Der trinkt ziemlich viel, nicht? Ja, er ist Alkoholiker. Und schwer? So schwer, wie es einer nur sein kann. Mit 17 Jahren? Ja. Ich habe da eine Frage wegen diesem Stefan und Karin Junker. Die beiden schliefen miteinander, nicht? Ja. Wie viele Verhältnisse hatte sie denn zur gleichen Zeit? Was zum Teufel stellen Sie eigentlich vor? Glauben Sie, wir haben nichts weiter im Kopf als nur das eine, ja? In den Betten liegen, miteinander schlafen. Sexuelle Freiheitskämpfer, die nicht weiter kennen auf der Welt, nur das eine. Mein Gott nochmal, was haben denn Sie für eine Ahnung? Na ja, nun mal ruhig. Also die Karin und der Stefan schliefen miteinander. Wissen Sie, ich habe mal für die Drogenberatung gearbeitet. Sie? Ja, ich habe ein Examen gemacht als Soziologe. Nachmittags habe ich in der Ockhamstraße gearbeitet, in dem Haus, das sie jetzt leider geschlossen haben. Und da habe ich Stefan kennengelernt. Keine Eltern mehr, Heimerziehung, alles Dinge, für die der Junge nichts kann. Er saß da und war fertig. Auch ich hatte keine Chance, ihm zu helfen. Ausreden kann man einem Alkoholiker die Trunksucht nicht. Ein paar Tage später traf ich ihn abends wieder vor dem Haus. Er sah aus, wie sie aussehen, wenn sie nichts haben. Nichts gekriegt haben. Wissen Sie, wie das ist, wenn jemand nach einem Strohhalm greift? Er hatte eine irrsinnige, eine letzte Art von Hoffnung, die er auf einen einzigen Menschen setzte. Sie schlief mit ihm, weil sie ihm helfen wollte. Sie brachte es einfach nicht fertig, ihn wieder zurück auf die Straße zu schicken. Das ging nicht, das entsprach nicht ihrer Natur. Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen. Und Stefan? Trank nicht mehr? Er trank nicht mehr. Das hat er geschafft? Mit Ihrer Hilfe. Solche Anstrengungen schafft man nicht allein. Und als Dr. Tucher auftauchte? Ja, ich weiß, was Sie fragen wollen. Ob sie aufgehört hat, mit dem Jungen zu schlafen? Nein, das hat sie nicht getan. Sie brachte es einfach nicht über sich. Sie konnte es einfach nicht, weil Stefan stand am Rande der Existenz. Deswegen konnte sie es nicht. Jetzt halte ich das einfach nicht mehr aus. Sie können ihm nichts nachweisen. Lass ihn doch. Los! Was soll dieses endlose Verhör? Haben Sie sich immer noch nicht davon überzeugt, dass mein Sohn nichts mit dem Mord zu tun hat? Was fragen Sie dich, Harald? Welche Fragen stellt man an dich? Wollen Sie nicht aufhören, damit ihn zu quälen? Meine Mutter, Herr Kommissar, bitte geh wieder hinaus, Mama, bitte. Nein, nein, bitte bleiben Sie hier, Frau Tucher. Und Sie bleiben auch hier, bitte. Ich darf aufzählen, Dr. Tucher. Sie haben mit Karin Junker ein Verhältnis gehabt. Karin Junker hat Sie gestern Abend hier besucht. Sie hatten einen Streit miteinander. Sie selbst waren in einer entsetzlichen Verfassung. Sie haben gesagt, das Mädchen habe das Haus um 9 Uhr verlassen. Ziemlich genau wurde gerichtsmedizinisch die Todeszeit mit 9 Uhr abends angegeben. Ich muss Sie festnehmen, Dr. Tucher. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, das Mädchen getötet zu haben. Das können Sie doch nicht machen. Ist doch nicht möglich. Sie können ihn nicht verhaften. Das geht doch nicht. Mathilde. Großer Gott. Ihre Gründe, die Sie da aufzählen, die sind ganz willkürlich und völlig ohne Bedeutung. Dr. Tucher, Sie sind Jurist, Sie kennen sich da aus. Was werden die Geschworenen zu diesen Gründen sagen? Sie können gar nicht anders. Sie werden sagen, schuldig, der Mann war's. Nach all dem, was Sie da aufzählen. Haben Sie noch irgendetwas einzupacken? Waschzeug oder
Machen Sie ihm das zurecht. Nein, das geht doch nicht. Sie können ihn nicht verhaften. Mathilde, hilf ihm doch. Du hast doch gesehen. Das Mädchen ist rausgegangen. Du hast es doch zur Tür gebracht. Das ist das, was ich beschwöre. Man wird dir nicht glauben, Mathilde. Aber so war es. Man wird deine Aussage wegen Befangenheit ablehnen, Mathilde. Kommen Sie. Halt! Bitte nehmen Sie ihn nicht mit, Herr Kommissar. Warum nicht? Weil er kein Mörder ist. Streit hatten Sie. Streit. Ich hörte es. Ich stand in der Diele und hörte jedes Wort. Plötzlich riss sie die Tür auf. Dann geh, aber komm nicht wieder! Du brauchst niemals wiederzukommen! Haben Sie mich gehört? Gehen Sie! Bitte gehen Sie! Verschwinden Sie endlich! Ich habe die Haustür geöffnet, Herr Kommissar. Sie ging hinaus. Als ich die Tür schloss, war mein einziger Gedanke, endlich ist der Spuk vorbei. Da kam Dr. Tucher aus seinem Zimmer. Wo ist sie, Mathilde? Ist sie gegangen? Ja, sie ist gegangen. Sie wollen doch nicht hinter dem Mädchen herrennen. Das wollen Sie doch nicht. Kommen Sie doch zu sich, Dr. Tucher. Ich habe auf ihn eingeredet. Ich habe ihm gesagt, das Mädchen passt nicht zu Ihnen, Herr Doktor. Nicht zu Ihnen. Ich weiß nicht, was ich ihm alles gesagt habe. Ich weiß nicht, wie viele Minuten vergangen waren. Er hörte jedenfalls nicht auf mich. Er lief hinaus. Er stürzte hinaus. Es hat doch keinen Sinn. Sie ist längst weg. Es hat doch keinen Sinn, hinterher zu laufen. Doktor, gehen Sie ins Haus. Bitte. Gehen Sie ins Haus. Während Dr. Tucher zurückging, schien mir plötzlich, als hätte ich da etwas gehört. Ich ging zum Tor hinunter, nicht weit, bis zu den Sträuchern. Da lag sie auf dem Boden und über sie gebeugt. Tut mir leid, Harald, aber ich war's. Was? Was warst du? Ja, Mama. Ich sag ja, ich war's. Was heißt das? Was willst du damit sagen? Ich hab sie umgebracht. Ich wollte dich besuchen. Gestern Abend, ich hab dann Karin aus dem Haus kommen sehen. Sie bemerkte mich gar nicht. Sie war wie betrunken. Ich dachte, was hat sie denn? Was ist denn, Karin? Kannten Sie Karin? Natürlich kannte ich sie. Ihretwegen kam ich doch immer hierher. Früher habe ich meinen Bruder nie so oft besucht. Erst als ich wusste, dass ich das Mädchen hier sehen würde, kam ich öfter. Mir gefiel sie immer schon. Ich war verrückt nach dem Mädchen. Hast du das nie bemerkt? Ich fasste sie an. Ich fragte sie... Was ist denn los, Karin? Hat er dich rausgeschmissen? Du hast sie doch rausgeschmissen. Ich sah es doch. Ich wusste auch, was los war mit ihr. Du hast mir doch selbst gesagt, sie treibt's mit jedem. Sie liegt mit einem 17-Jährigen im Bett. Du hast mir gesagt, sie treibt's mit jedem, wenn er nur will. Wenn er nur sagt, er möcht's gern. Hast du das gesagt? Oder nicht? Ich hab's probiert. Weil die Gelegenheit war da. Ich verstand nicht, warum sie sich wehrte, wenn sie es mit jedem teilt. Mit einem 17-Jährigen. Warum nicht mit mir? Warum nicht mit mir? Warum nicht mit mir? Ich geb zu, Harald. Ich war wie verrückt. Ich hab völlig die Kontrolle verloren. Sie schrie nämlich. Schrie? Ihr habt es nicht gehört. Harald! In diesem Augenblick kamst du aus dem Haus. Da habe ich ihr den Mund zugehalten. Du solltest mich nicht sehen. Unter keinen Umständen finden. Nicht in dieser Situation. Sie ist längst weg. Es hat doch
keinen Sinn, hinter ihr herzulaufen. Gehen Sie ins Haus, Doktor, bitte. Gehen Sie ins Haus. Endlich gingst du. Nur Mathilde. Sie blieb noch. Andreas. Warum steht sie nicht auf? Ich muss hier weg. Ich hatte doch keine Ahnung, Harald, was für ein Mädchen sie in Wirklichkeit war. Ich wusste es nicht. Ich hatte einfach nicht das richtige Bild von ihr. Das muss man mir doch zugute halten.